Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest, wieder mit Skuldur. Hallöchen. So. 10 Baumstämme fehlen uns noch. Achso, wir geben 8 und dieses Passfix ist noch. Sollen wir das da gleich bauen? Achso, ich habe keine Sticks. Ja, genau. Mit diesen Leuchtfeuern da. Das wollten wir unten jetzt ausprobieren, komm. Genau. Da brauchen wir aber schon mal 5 Baumstämme. Ja, die holen wir uns auch von links hier, da. Bau. La Feuer, Leuchtfeuer. Yay. Sehr schön. Bei meinem Anblick zerfällt sich der Busch. Lol, was ist gerade los? Wieso? Ich gehe gerade zu den Büschen hin und die zerfallen vor meinen Augen. Ich bin Gott. Wusstest du das noch nicht, dass du Gott bist? Nee, ich bin gerade eben erst bewusst geworden. Gott der Dummheit. Entschuldigung. Ja, das hat mich jetzt schwer getroffen. Glaube ich schon. Beide exakt gleich, sich rennen los und jedes Mal hat keine Ausdauer mehr. Das sah jetzt gut aus im Hintergrund. Oh. Hm. Holst du den Wägelchen? Toll, das habe ich gedacht, wenn ich irgendwie ins Wasser reinschlag, dass meine Klinge vielleicht wieder sauber wird, aber nein. So schlau ist das Spiel doch wieder nicht. Los? Halt in diese Richtung. Ach, du tust gerade Baum fällen los. Ja, ja, hinten. So. 1, 2. Hase! Ein Hase ist bei dir! Mach du Killer ihn, das mal ein bisschen näher bei dir. Hab ihn! Ich häng's gleich auf. Ui. Alter, holy da shit. Da ist jemand angepisst. Irgendwie schon, ja. Aber krass, dass wir es jetzt mal gleichzeitig hören, sonst... Ja, nee, also damit hat man gar keine Probleme mehr gehabt. Früher war das heftig, da war es so unterschiedlich. Jetzt geht's voll. So, sind da noch irgendwelche Bäume? Nein. Hey, wo bist du denn? So, ich? Mhm. Ich hab den Hasen zum Trocknen gehangen, bevor ich's wieder vergesse. Oh Gott, Alter! Fuck, voll erschrocken! Holy shit! Also da ist jemand, ja. So, ich brenne das mal an. Ohne mich! Ja lol, irgendwie habe ich gedacht, das sieht irgendwie geil aus. Was zum Teufel ist das denn? Warte, ich schau's mir gleich an, ich kämpf gerade. Gut, bei diesen, ich seh's gerade, also man kann das auch wieder Geld und so reinwerfen. Heißt also, man kann das, ach halt, das so. Heißt also, man kann das immer wieder anzünden wahrscheinlich und befeuern. Aber... Ach so. Das ist nur da unten so ein bisschen rumfackelt. Ich dachte, das ist ein Riesenfeuer, Alter. Ja. Oder vielleicht brennt das ja noch. Vielleicht zündet sich das ja noch an. Nee, oder? Ich weiß nicht. Cool wär's schon. Wo bist denn du? Ach, da. Ich hab gerade eine Schildkröte erlegt. Oh, geil. Lol, er brennt ja nebenbei. Cool. Naja, ich hatte es drin bei uns nicht machen. Sieht nicht schön aus, sieht einfach aus wie so. Sieht kacke aus. Naja, sieht echt nicht. Ich dachte, wenn es komplett gebrannt hätte, wäre das voll fett gewesen. Ich dachte, das ist so ein Signalfeuer oder so. Das ist ja ein Witz. Ja, das heißt ja Leuchtfeuer. Das ist ja wie ein Lager. Das ist ja, das, die Baumstämme halten ja das,
den Blick von dem Feuer auf. Ja, ich bin jetzt leicht enttäuscht. Also was zum Teufel ist das denn? Yay. Ja, können wir das kaputt machen eigentlich, oder? Oder magst du es da stehen lassen und einfach mal brennen lassen? Ja, hier kannst du stehen lassen. Hier ist bestimmt, aber wir machen es halt drinnen nicht. Ja. Du musst wieder raus. Nee, war eine gute Idee, das mal auszuprobieren. Das sieht da scheiße aus. Enttäuscht. Sehr enttäuschend. Dann hat sich das auch schon erledigt. Natürlich da wieder C machen. Und auch C. So. Was haben wir denn da noch eigentlich? Boah, ich bin so froh, dass man über diese Steine fahren kann auf dem Weg. Wollen wir eigentlich auch auf der... In... Pause. Hast du ihn erwischt? Natürlich. Hab ich ihn erwischt. Oh. Ah ja, warte, ich habe ja Sticks. Kann ich da gleich... Oh. Was, da hatte ich den nicht erwischen, sag mal. So. Nee. Scheiße, jetzt hab ich doch keine Sticks mehr. Für die Stühle rechts. Also ich will mich echt nicht beschweren, so langsam. Hast du jetzt eigentlich auch deine Samen schon überall reingetan? Ich glaube nicht, oder? Doch, noch viele. Die ganze Beete. Achso. Weil ich da gar nichts sehe, das eigentlich. Nee. Gut, aber irgendwie Licht brauchen wir schon beim Garten. Also ich würde jetzt auch überall so diese Schädelkerzen vielleicht so in die Ecken reinstellen. Also in alle vier Ecken von einem... Oder ich habe gerade den Hasen gekillt. Habe aber kein Hasenfleisch im Inventar. Habe ich das da liegen lassen? Schau mal nach. Kann ja nicht sein. Ja, gut, also wenn du überhaupt keins hast, dann... Kann es ja nicht sein, dass es zu viel war und... Tatsache, ich hab's echt liegen lassen. Hat's irgendwie nicht eingesammelt gehabt. Was? Krass. Krass, so scheiße. Ja, genau. Ja, so langsam füllt sich das Lager wieder ein bisschen. Ja. Ja, wenn man ein bisschen auf die Vögel jetzt abzielt, dann geht es schon. Was? Also nee. Wie man das jetzt mit dem Garten, ob man jetzt so in jede Ecke von so einem Beet so eine Schädelkerze hinhaut oder. Achso, so meinst du. Ja. Schwer, ne? Ja, weil ich gerade einen Vogel in der Luft rausgeschossen habe. Es soll halt irgendwie geil ausschauen, dieser Garten jetzt. Auch in der Nacht irgendwie. So ein bisschen hell ist und so. Wäre schon ganz geil. Ach, das habe ich ja. Nein, das habe ich so ein großes Ding rein. Ich doch gar nicht. Fuck. Ich vergesse, dass ich die Schildkröte noch habe. Hast du irgendwie Hunger oder sowas? Weil würde ich so einen Vogel reinhauen für dich? Ich habe selber noch zwei Vögel. Achso. Ich finde es so schade, dass man dieses Vogelfleisch nicht... Geht das Tor eigentlich zu, wenn ich... ...das so baue? Ich denke... Achso, ja. So sollte es nicht... Weil die Steine im Weg sind? Na, das... Aber Glück sagt, wir können es auch, wenn es nicht zugehen würde, wäre es auch nicht schlimm, glaube ich. Nee, eigentlich nicht, weil das ist ja eigentlich immer offen, ne? Ja. Sollen wir es so lassen? Findest du das schön so? Ja. Ist ja. Halt hier, ne? Es ist halt. Hier ist es halt, ja. Wer greift denn da was ist an? Der grad... Die sind hinten beim Turm, der versucht gerade über die... Wow, wow! Über die Mauer! Eindringlinge! Okay, das ist das erste Mal, dass der so fett. Wow. Lol, ich hab Headshot gegeben. Headshot? Nice. Das kann ich nicht aufnehmen jetzt. Lol. Die sind echt über die Mauer.
Holy shit. Du, wieso denn da hinten? Warum hast du lange nicht mal angegriffen? So, ich brauch Sticks erstmal wieder. Klein Mister. Bleib stehen. Böser Hasi. Es ist ein Busch. Sehe ich ihn nicht mehr. Da hinten ist er. Ich habe einen Hasen erwischt. Woohoo. So, wenn ich jetzt runtergehe und ihn holen will. Ja, probieren wir es mal. Hoffentlich despawnt er diesmal nicht. Nee, hier haben wir ja keinen Ausgang. Das ist ja voll blöd eigentlich. Bräuchten wir auch einen Ausgang. Oh. Ja, hinten bei dem Turm. Ach so, ja, da ging's ja nicht. Darum ist ja der Eingang da ein bisschen. Oh, da ist eine Falle ausgelöst. Also, dann fange ich jetzt an, diesen Weg zu bauen. Ist der fix, weil es sieht eigentlich ganz cool aus, weil es so gespielt ja. Ist. Hast du schon gemacht. Ja. Gut, cool, da ist der Hase. Yay. An. Jagen vom Turm aus. Hammergeil. So. Ach, das kann sein, dass sie hier drüber gekommen ist, weil das hier ein bisschen niedriger ist. So, also ich bin jetzt mal mutig. Ich nehme mal mit E jetzt einen Hasen raus. Ich weiß nicht, lebt er noch? Achso, hast du das Ding gebaut oder wie? Ah, er lebt. Okay, das funktioniert. Gott sei Dank. Ja, ich tue jetzt mal die Hasen schnell umsiedeln. Jo, aber wenn man das so in der Hand hat, ist es ein bisschen tot, weil er sich nicht bewegt. Ich habe schon Angst gehabt, ich habe ihn erwürgt. Hier sind voll viele Fallen ausgelöst. Es war gar keine Falle aktiviert. Krass. So, die ist auch nicht aktiviert. Ha? So, die Hasen haben jetzt ein neues Heim und das alte mache ich jetzt kaputt. Okay. Geh mal in unseren Sticklager und hol dir mal ein paar Sticks raus. Wir das könnten jetzt vielleicht auch erstmal schlafen. Achso, weil es gerade dunkel ist, ne? Ja. Ach, guck einer an, das ist ja kaputt hier. Ja, wir schlafen erstmal. Ich bin voll dabei. Oh. Ich bin voll dabei. Ja. Erstmal speichern. Und schlafen. Sli, sla, slafi, slafi, sleepy, slaf. So, jetzt hole ich mir eine Ladung Sticks. Die Büsche nehme ich hier mit. Oh, hier ist sie ganz schön leer. So. Ich habe ganz schön Hunger. Ach so. Ist es verdorben? Ne, das ist noch frisch. Das haue ich jetzt noch schnell drauf, bevor. Ich habe auch gerade zwei Vögel reingehauen. Ich habe auch zwei Vögel reingehauen. Jetzt machen wir hier erstmal alle den ganzen Kleinscheiß fertig. Das heißt den Weg, die zwei Stühle eventuell und dann mal gucken. Ich würde noch gern irgendwie das Licht jetzt besprechen, wie man das jetzt am besten ja, mach mal gleich. Schön macht. Das meine ich ja mit Kleinzeug. Das noch und dann müssen wir überlegen, was wir als nächstes machen. Was hatten wir noch? Wir hatten doch so viele Ideen irgendwie. Also unser Haus, wir wollten den alten Garten theoretisch noch abreißen. Und ah ja, Fallen stimmt. Noch bauen vor zu unserem Garten hier.
Ah ja, genau, die Fallen, die würde ich fast am liebsten, dann vormachen. Ja. So. Dann hole ich noch eine Ladung Sticks. So, das ist schon fertig. Ja, dann hole ich schon mal die 4 Rehfälle, oder? Kannst du machen, oder, ja. Oder sollte man jetzt erstmal aufpassen, wofür man die Rehfälle noch braucht? Oder eigentlich jetzt? Das war eigentlich jetzt nichts dabei, wo ich gesagt habe, glaube ich, oder? Wo man es unbedingt Drehfell braucht fürs Cross. Nee, aktuell nicht. Nee, ja, das benutzen wir. Komm auch mal fertig. Ja, passt. Dann hole ich schnell die 4. So. Sticks sind alle drin. Das Brand. Ich hätte niemals gedacht, dass wir in Forest so viel Hasenfell irgendwann. Ach so, ja gut. Weil wir hatten eigentlich immer Probleme, also in der ersten Stunde weiß ich. Das war übel, ja, ich weiß noch. Kacke. Da war Reh eigentlich gar nicht so schlimm, jetzt ist eher Reh. Genau, es ist eher noch so, komischerweise. So, erstmal hinhocken. Ah. Schöne Häschen. Ah, herrlich. Hi. Hi. Toll, jetzt habe ich eh schon volle Energie, jetzt kann ich überhaupt nicht aufpumpen. So, jetzt die Beleuchtung. Kommen wir zur Beleuchtung. Also vielleicht echt diese Schädellampen einfach so in die Ecken rein? Ja, die Schädellampen ist ganz gut. Ich darf fast sogar sagen, dass man die so macht, warte. So, dass die immer zu Kreuzung schauen. Ja. Das heißt, so... Zum Teufel was, zum Teufel. Chill. So. Ah, was? Ja, was? Was? Das alles passt doch. Ja, alles Alter, das war jetzt krank. Hab wieder das Echo gehört, genau während du das gemacht hast. Ach so. Oh, ich hab keine Schädel mehr. Wir brauchen Gegners. Dass wir immer keine Schädel mehr haben. Ja, also ganz in den Schädellampen da. Ja, vor allem und oben am Turm habe ich ja schon viel gebaut. So. Aber noch schnell den Weg fertig. Und ja, man könnte es zumachen. Das ist natürlich wunderbar. Rausgehen, ein paar Sticks holen. Dann machen wir da noch. Nein. Oh, weil da brauchen wir echt viel, ne? Noch ist halt im Prinzip, glaube ich, oder? Nur halt die Schädel, die sind halt jetzt irgendwie. Du hast ja, glaube ich, bestimmt noch 4 oder so in deinem. Ja, ich habe bestimmt noch ein paar. Ja, es fehlen eigentlich dann nur noch die Schädel dann. Und schon wieder keine Sticks. Ja, mal rumdrehen. Hast auch schon wieder ein bisschen Hunger bekommen? Ich hatte 2 Vögel zum Schatten. Nee, es geht gerade. Alles gut. Okay. Obwohl, ich hab schon 2. Lass mal dich mal am Leben. Ich tu mal ein bisschen Unkraut jäten im alten Garten. Mhm. Sch-
schade, man bekommt nicht mal Samen oder sowas. Sondern nur Blätter. Dann da noch eine Lampe hin. Ich bin mal echt gespannt, wie hell das ist. Stimmt eigentlich. Das, ja. Das sind jetzt echt nicht wenige Lampen, die wir hier haben, ne? Erst den Vogel essen. Ja, das war's. So. Ja. Jetzt bräuchte man. Jetzt müssen es wieder angreifen. So, oder wir bauen, oder wir bauen erst die Fallen jetzt. Ja, die Fallen könnte man jetzt eigentlich mal am Anfangsplan. Und zwar komplett hier eigentlich. Alles voll machen mit Fallen. Ja. Jetzt einfach so ein Mix oder vor allem diese Baumstamm-Dinger? Die können wir vor allem bauen, ja. Bisschen von den. Also ich finde diese. Fallen, warte. Trap. Also, war das hier? Man könnte jetzt auch schon mal überlegen, ob man zumindest jetzt in diesem Gartenbereich mal diese Spikes anbringt an die Mauer. Könnte man wirklich, da hast du recht, ja. Aber dann planst du die Fallen und ich hau die Spikes mal. Oh, unten am Beach laufen sie schon rum. Haben wir mal so eine Steinschwungfalle gemacht? Nee, was eine. Aber Stein. Da braucht man, glaube ich, einen Baum, glaube ich, oder? Nee. Nö. Doch, stimmt, doch. Ach, doch, stimmt, ja. Das Ding da, ja. Ach so, deswegen. Na gut, das war blöd. Deswegen haben wir das nie gebaut. Ja, weil. Kleine. Ach, Göttchen, ja, das war ja das, der Spaß, dass man jedes Mal wieder B drücken musste. Oder gab es irgendeine Taste, dass man. Ah. Nö. Nee. Lol, wenn man Steuerung gedrückt hält, kann man das gleiche Gebäude immer wieder bauen. Aber wieso man dann rumkriechen muss dafür, ist mir unverständlich. Gott, da werden jetzt viele Spikes und Steine fehlen. Oh, shit. Sticks. Oh ja, Sticks, da müssen wir richtig sammeln dann. Das wird nicht wenig. Im Sticklager waren jetzt noch welche oder war es eigentlich schon leer? Ein bisschen war noch, aber nicht viele. Na gut. Dann lassen wir die paar mal drin. Sticks. Puh. Was? 411 Steine? Willst du mich verarschen? Und es ist ja jetzt nur der Garten, ne? Das ist ein bisschen da. Alter. Ey, das ist doch extrem. Ja, das ist wieder so ein sehr langes Projekt. Das ist lustig, so richtige. In welche Richtung sind denn die Fallen eigentlich am. Ja, eigentlich doch, das stimmt schon, ja doch. Passt. Oh fuck, Mutant. Oh! Alter. LOL. Naja, diesmal ist es richtig, das Geräusch. Wo kommt der jetzt her? Olli. Der hat sie echt angeschlichen, das Sack. Alter, das ist voll harmlos irgendwie gerade. Ganz merkwürdig. Harmlos, das heißt harmlos. Nein! Tschüss, Speer.
War schön mit dir. Ach, der brennt immer noch. Wow, wie weit man so einen Speer werfen kann. Echt faszinierend. Ich find's kacke, dass man das so schlecht sieht in Forest, wo die jetzt Sachen hinwirft, also so Molotov-Cocktail und so. Man sieht nur einen Kreis da oben. Ja, Gottes Willen. War das laut jetzt? Ich habe keine Alkoholflaschen. Fällt mir gerade so auf. Lol, der hat mich einfach ignoriert. Der ignoriert mich jetzt einfach. Werf einfach mal noch einen Molly drauf. Du willst es wohl nicht an. Was machst du? Was machst du? Ah, ich mach gerade im Menü. Alter, und ich denke so, was versuchst du da jetzt anzustellen? Lol, ist der Speer einfach abgefallen oder was? Ah ja, genau, Brandpfeile ist auch noch eine gute Idee, ja. Uah! Gottes Willen. Hey. Kann man Angriffe von Mutanten blocken? Ich glaub nicht, nee. Ja, hallo! Nein, nein, komm, 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 komm! Was ist denn das? Was zum Teufel? Uah! Die halten schon viel aus, ne? Dafür, wenn du überlegst, wie lange, wie oft wir den anzünden. Ah, die brennen Pfeile, die lassen den nicht so lang brennen wie ein Molotow, ne? Das kann sein, ja. Ich zünd ihn nochmal an. Ah, okay. Ja, lol. Meine Pfeile. Yeah, Mutantenhaut. Geil. Oh, mein Pfeil. Was hast du da vor? Ich hätte gedacht, vielleicht kommt da mal irgendwas raus. Dass man vielleicht was abhacken kann oder so. Hätte sein können, wenn man jetzt den schon abziehen kann, dass man da vielleicht irgendwas. Den Kopf vielleicht. Hey! Lol, den Kopf! Ja! Lol! Lol! Ich hab die Trophäe. Jetzt brauchen wir so eine Kopftrophäe. Hä, hab ich. Ach, du hast es. Sagt aber nicht viel aus, irgendwie, muss ich sagen. Nee, nicht wirklich. Aber ich wüsste auch nicht, wo wir denn jetzt hinklatschen sollten. Sag mal, in unser zukünftiges Haus, aber. So ein Trophäenlager oder sowas bräuchten wir jetzt noch. Ja, aber. Wo habe ich jetzt eigentlich die zwei Schädel her? Ja. Also ich habe Schädel aufgenommen, weil ich Effigies kaputt gemacht habe. Ah ja, genau. Sehr gut. Hast ja, ich tu den Effigies mal da hinlegen. Der wird wahrscheinlich despawnen, aber. Ja. Aber soll das der Kopf sein? Irgendwie. Das, die... Oh, klar, wie so ein Hodensack aus. Wie ein Hodensack. Das ist gut. Ein Hodensack. Ja, das war kurz erschrocken. Ach ja, die fallen. So. So, das eine Ding mache ich mal fertig. So. Das wird ein langes Projekt, ich sag's da. Die fallen. Ja.
Das ist... Sieht ja heftig aus. Ja, aber wir haben dann vielleicht sogar echt gutes, richtig gute Chancen, auch beim Massenangriff, weißt du? Ja, klar, also... Was für eine Falle könnt, wenn es gut platziert ist, auch mehrere Leute dann killen. Aber wenn wir dann immer dahin locken? Ja, oder die laufen ja dann selber gerne mal zur Mauer hin und bleiben dann aus. Moment, braucht man bei denen... Nein, da braucht man nur Sticks und... So, jetzt drehe ich den Cast nochmal und dann stelle ich den. Aber blöd gesagt, die Baumstämme, ja, bei uns am Lager kann man ja generell eh weghauen. So, da... Gut, die kleinen Bäume da oben sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Nee, lass mal ein bisschen. Alles gut. Wir müssen hier halt immer gucken, damit wir auch hier kämpfen, ne, weil... Ja. Wie Glück sagt, die Fallen könnte man ja noch weiterführen. Ja, das sowieso. Ja, voll übertrieben. Sticks. Haha, ich hab einen Lurch gefangen. Sehr gut, so eine Falle ist schon mal fertig. Ach ja, dann die Falle noch davor. Wände da eigentlich so nebeneinander und so? Aber ich sehe schon, kommen die laufen dann genau zwischendurch. Ja, durchgehen, springen drüber, zwischendurch, alles Mögliche. Ja, das sind sie ja schon. Einer. Nicht rumbacken. Aber es ist schon krass, wie wir es eigentlich übertreiben mit Bauen. In der ersten Staffel waren wir doch da im Vergleich sehr passiv. Na, es geht. Ich finde nicht, dass wir übertreiben. Na, dann ist gut. Ich habe keine Ausdauer. Nicht gut, nicht gut, Yep. Was sieht das an? Lagerfeuer war hier doch irgendwo. Oder wir benutzen die, weil wir jetzt eigentlich eh schon gut Knochen haben. Vielleicht schnell für das FHG da hinten? Ja, warte, was brauchen wir denn da? 5, ja gut, müssen wir es jetzt teilen. Köpfe ja. Und Arme. Doch mal. So. Arme Hammer, Köpfe. Ein Arm und 5 Köpfe füllen. Okay. Komm mit. Aber eigentlich haben sie genau und echt krass eigentlich das Spiel. Hier ist so blöd. Also die Leute sind so teilen und dann Dinger draus kommen.
Ab 16 das Spiel, ne? Ah, das ist, glaube ich, ab 16, ja. Wieder. Aber wir müssen jetzt sowieso mal. Moment, hängt da noch der Kopf dran? Nee, kann nicht sein. Okay. Speicher mal. Und dann holen wir uns noch die Knochen und dann gehen wir schlafen. Mhm. Und dann müssen wir eh die Folge beenden. Oh mein Gott! Oh, ist ja schon wieder. Gut. Was ist denn hier eigentlich? Verflixt und zugenäht. Oh, wir brauchen jetzt aber relativ viel Seils. Grad. Was Seile? Weil im Inventar hat man drei Seile. Na ja, gut. Diese Schlingfallen, das dauert wahrscheinlich ab. Ich habe nur ein Seil. Ja, geil. Na gut, vier Fallen. Zwei Knochen, yeah, immer. Yay, cool. So, schlafen. Schlafen und beenden? Ja. Ja. Ach, das war falsche Taste. Nochmal speichern. Und Sleeping. Sleeping time. Sleeping time. We have to sleep. Now fast. Ah, hammer gut. Und damit bedanken wir uns bei allen fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.